macht ein Mensch sowas, weil er Aufmerksamkeit bekommen will, natürlich. Von solchen Leuten habe ich null Respekt, weniger als null. Bist ein Depp. Nee, ist einfach nur die Realität. Du kannst halt alles nur was Schlechtes aussetzen, gell? Das ist scheiße und das ist scheiße. Ohne dich ist alles scheiße. Wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Vielleicht liegt es ja daran, dass du schlecht bist. Nee, weil das sicher mal die Großteil der Bevölkerung auch so sieht. Der Gesellschaft. Glaube ich nicht. Ich glaube schon. Du lügst. Nee. Jetzt warte, jetzt müssen wir mal hinten das Licht anmachen. Weil hier 5, 6. Super. Navi, geht jetzt das Teil an. Super. Also ich zette hier noch fertig und du bitte machst, du bist jetzt schon da bei mir. Ja. Ich seh dich aber noch nicht. Ja, jetzt lass mich kurz überlegen. Ja, du musst mich eh noch kurz machen lassen. Was also machen Sachen? Machen lassen. Machen Sachen. Ja, lass, weißt du was? Häng mal, mach mal folgendes. Häng mal den Strautmann ab und fahr wieder heim. Und, warum? Und hol die Ballenpresse, bitte. Warum? Du holst eh schon die Ballenpresse. Warum? Weil wir hier jetzt das so machen, dass wir einmal hier einen Ladewagen voll Heu machen, einen voll Gras und dann eben den Rest noch aufteilen, eben die restlichen Heuballen, Grasballen geht eh nicht. Stimmt, was glaube ich denn? Dann können wir eigentlich gleich alle zwei Ladewagen fürs Gras hernehmen, ja. Ist eigentlich die beste Lösung. Und Ballen machen wir eben. Ah, da vorne bist du ja. Du hast eh schon das, Flo, du machst das Falsche, warte mal kurz. Lass mich mal kurz bitte einsteigen, bitte. Oder, ja, warte. Das bist nicht du, das bist nicht du. Wo bist du denn? Hier. Achso, da hast du gar nichts dran. Hinten ist der Strautmann. Ja, genau, dann machst du es eh richtig. Dann holst du, die Ballenpresse, okay? Bitte, danke. Nee, ich dachte jetzt gerade, du machst, fuck, dann habe ich jetzt eigentlich genau das Falsche gemacht. Weißt du warum? Warum? Ich habe jetzt eine Zeile mit dem Ballen, mit dem Ballenwagen, sage ich schon, mit dem Ladewagen, Heu aufgenommen, aber Heu machen wir ja Ballen. Das ja, kannst du dann machen, ne? Also alles, was links ist hier, der Rest ist alles, Heu und das musst du pressen mit der Ballenpresse und den Rest, das Gras, das schwade ich und tue es auf dem Ladewagen drauf. Das also, was soll ich jetzt holen? Die Ballenpresse, okay. Ballenpresse und alles hier links. Alles hier links bitte pressen. Das wäre super. Warum nicht? Warte. Ah, das wird knapp. Ah, geht das noch? Die Breite? Ah, das wird ganz knapp. Nee, das reicht nicht mehr. Ja, es ist ja eh nicht viel. Allerdings musst du sagen, durch so ein... Was wir hier für großes Gerät haben, das ist schon Wahnsinn. Was für ein Gerät? Mein Gerät. Der Klaas Leiner mit den vier Schwaden, das ist schon heftig, ja. Jetzt ist es schon 0 Uhr 6, Wahnsinn. Jetzt ist aber Zeit zum Aufgehen. Bestimmt nicht. Doch. Über sowas reden wir nicht. Über was? Das ist unprofessionell, hm? Was? Davon zu reden, dass wir aufgehen oder sowas, oder dass wir dann aufhören. Woher willst du denn wissen, wann wir aufhören, wenn ich es nicht sage? Willst du endlich mal weitermachen? Nein, das musst du aber nicht vorher sagen. Das sag mal einmal kurz und da. Das macht man eh doch nicht jetzt. Ja, ich sag's nur, aber wenn du das gleich wieder ansprichst, das ist. Ja, du hast gesagt, es ist 0 Uhr. Dann hab ich gesagt, Zeit zum Aufgehen. Verstehst? Im Spiel, nee. Ja. Für Spaß verstehe ich nicht, tut mir leid. Nee, ich verstehe. Ich gucke immer, verstehen Sie Spaß und check die Witze nicht. Das glaube ich dir aufs Wort. Super. Glaubst mir gar nicht, was ich für ein lustiger Mensch bin. Ja, ich merk nichts davon, Junge. Das weißt du eh. Das weißt du eh aus Erfahrung. Nee, lach ich. Ich meine, ich zieh mir jeden Tag irgendeinen Comedy rein. Entweder Günter Grünwald, Monika Gruber oder Michael Mittermeier. Kennt keiner. Doch. Weil sie eben gut sind. Ja, kennt die ganze Welt. Dermaßen geil. Also.
Ich könnte mich wegschmeißen. Wenn dann auch noch Arnie da ist, oh mein Gott. Können wir uns zu zweit wegschmeißen. Na, Monika Gruber ist echt gut, die kennst du ja auch, ne? Ja, das ist meine Freundin. Da müssen wir mal hingehen, zum Grünwald, zum Mittermeer und zur Monika rüber. Überall. Ja, kacke, dass wir keine Karten mehr bekommen haben. Wieso? Wann hatten die leicht... Für den Günther. Ach so, ja, stimmt, ja, da wäre ich auch. Aber da, anscheinend soll das Programm gar nicht mal so gut gewesen sein. Echt? Ja, mein Vater hat schon vor 2-3 Leuten gehört, dass es nicht so überragend war. Und sonst, also wenn ich mir so angucke, zum Beispiel, was war das für Programm? Naja, das eine Bühnenprogramm Live-DVD hat 2 Stunden, das war echt genial, also das war echt super. Muss ich schon sagen. Okay. Also ich bin hier fertig. Möchte ich mal meinen. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Holst du schon dein Gerät? Holst du schon oder bringst du noch? Ja. Korrekt erkannt. Nee, es läuft eigentlich so ganz flüssig, selbst bei 18 FPS aus. Es hängt mal wieder ganz kurz. Ja, bei mir nicht. Bei mir hängt es eigentlich dauernd. Ich sag doch, mach die Kantenglättung auf 4. Aber du willst ja nicht. Ich jetzt nicht. Ja, jetzt nicht, aber sonst. Ich hab einen NASA-PC, da geht es. Ach so. Meinst du, die haben was Besonderes? Die haben auch Dreck. Ja, aber Dreck schön verpackt. Allerdings. Ich fahr jetzt zum nächsten Feld, ne? Zu deinem, was du gemacht hast. Gut. Ich mal, wo du schon wieder bist. Ja, gut, dann sollte ich das vielleicht. Im 28 bist du, ja? Oder? Das 28 hast du gemacht, gell? Ja, genau. Gut. Geht jetzt da links weg. Du musst dann noch ganz kurz warten, nicht, dass du jetzt gleich beim Falschen anfängst. Das wäre ein fataler Fehler. Du kennst doch sicher Studio-Kanal, oder? Das ist halt so ein Produzent oder so von Filmen. Wenn er bei Filmen steht, Studio-Kanal, oder? Oder Studio-Kanal. Bei Filmen! Was ist denn? Alter, warum weißt du das nicht? Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht. Was weißt du doch? Ja, vielleicht, aber nicht, ja, keine Ahnung. Studio-Kanal vom Namen her, wirst du kennen. Was ist denn mit dem? Ja, da habe ich neulich mal so einen Witz gebracht. Im Kino. Da habe ich halt gelesen, Studio-Kanal. Und Arnie hat sich da richtig einen abgelacht. Studio-Kanal. Echt genial, ne? Siehst du mich? Was pisst dich? Siehst du mich? Wartest du noch kurz, bevor du vorbeifährst? Danke. Verdammt! Warte noch kurz, bitte. Ich drehe mich hier um. Ja, ist eine kleine Wiese, ne? Aber du hast es schön gemacht, muss ich echt sagen. Respekt. Danke, Papi. Bitte. Wie weit hast du das gemacht? Hier, oh. Gut, jetzt kannst du vorbeifahren. Und jetzt, machst du bitte Folgendes. Was? Kommst hier hinter und du presst die Ballen alle links, wenn du jetzt herkommst, alles was links vom Feld ist, die 4 Zeilen oder so, ne? Mhm. Und ich mach das alles rechts, das ist ja das Gras. Du machst das Heu eben, ne? Mhm. Wie langsam immer fährt. Innenansicht ist glaube ich hier besser, ja. Innenansicht ist besser. Aber jetzt wird die erste Aufnahmesession wahrscheinlich wieder nur Man, aber wie gesagt, tut mir leid, es muss auch mal sein. Das ist unvermeidbar. Die Viecher brauchen was zum Fressen. Damit sie schön dick und kräftig werden. Aber da geht vielleicht ganz schön was rein in den Ladewagen, ne? Sag mal, kann es sein... Oh mein Gott. Ich hatte den abgeschaltet.
Ich hab gedacht, jetzt kommt sowas, wie ich auch vergessen aufzunehmen. Nee, das wäre. Das wäre. Das wäre scheiße. Warte, ich muss jetzt auch mal einen Witz erzählen, aber ich weiß nicht mehr, wie der geht. Denk ihn dir einfach, okay? Okay. Der war gut. Schon, ne? Musste herzlich lachen. Ich glaube auch. Also, bist du schon unterwegs? Ja, ich sehe dich schon, super. Ja, ich finde es halt immer schön, wenn man alleine, wie gesagt, Landwirtschaftssimulator ist für den Arsch. Und ich hoffe halt echt, ich muss mal drüber reden, wie es beim nächsten Mal, bei der nächsten Session aussieht, ob wir da jetzt mal einen Gast dabei haben. Wäre doch was, oder? Wen? Weiß nicht mehr, wie der heißt, muss ich mir nachgucken. Der hat sich, das habe ich ja schon mehrere gemeldet. Habe ich nicht zugehört. Aber der eine schon, Jan heißt er, glaube ich. Ja, er ist, ja, zwar erst, weiß ich. Er ist zwar erst 13, aber. Naja. Solange er nicht sagt, ey Alter, fick dich, ey, guck mal, geh mal raus hier. Solange warum, das nicht. Passt doch zu uns. Nee. Ich bin ein anständiger Mensch mit einem anständigen Dialekt. Glaube Dialog. Mit einem anständigen Dialekt. Ja, und mit einem anständigen Dialog. Wortschatz. Egal. Mit einem anständigen Dialekt, der war cool. Ja, der ist doch auch so. Ist doch auch so, oder nicht? Ich bin ein anständiger Mensch mit einem anständigen Dialekt. Ja, der war echt gut. Dass schon wieder schlecht war. Musst du doch zugeben. Also, der alte Proberaum erscheint mir manchmal immer noch im Traum. Das ist ein Liedtext, ein guter, ne? Warum fallen die Ballen eigentlich nicht raus? Vielleicht hast du vergessen anzuschalten oder die ersten zwei fallen nicht raus. Die ersten drei sogar. Erste, dritte oder vierte. Ja, weil es so ein langer Weg ist, bis die rausfallen. Ein paar Meter hier Gestänge. Ist ja klar, dass der erste. Der wird ja nicht rausgedrückt und rausgeschoben, weißt du? Weißt du? Ist halt so. Ach übrigens, wir könnten ja mal drüber reden, was wir als 200 Abonnenten-Special machen wollen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich für die, ja, doch jetzt einiges größer gewordene Abonnentenanzahl bedanken. Das stimmt. Danke, ja. Danke. Also vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass die Zahl weiter stetig wächst und ja, wie gesagt, natürlich ist an Aufrufen noch was zu machen. Von den Abonnenten geht es zwar bergauf, wenn ich mir halt dann so die Videos angucke, die alle halt nur so die 30 Aufrufe haben oder 20, ist natürlich herzlich wenig, ne? Ja, so unser, ich sag mal, das schönste, ich sag mal, am schönsten wäre so, wenn alle Videos so mehrere hundert Aufrufe haben. Das wäre dann super, weil dann ist das eigentlich genug. Ist immer genug Feedback, ja, und auch ein paar Kommentare drunter. Ist ordentlich. Und sagen wir, ab bei 1000 Abonnenten wäre ich überglücklich. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis dahin. Ja. Jetzt hat es natürlich eineinhalb Jahre gedauert, bis zu den 200, knapp 220, die wir jetzt haben. 217 sind es, glaube ich, genau. Aber am Anfang hat es natürlich schon ewig gedauert und neulich ging es, die letzten 20, 30 Abonnenten gingen recht schnell. Das waren innerhalb weniger, vielleicht ein Monat oder so. Jetzt. Gut, es stagniert schon seit einer Woche wieder auf 217, aber du musst auch rechnen, vielleicht deabonnieren uns wieder Leute 2-3 und kommen wieder 2-3 dazu und dann verändert sich es natürlich nicht, ne? Wer deabonniert denn noch Kanäle? Ich mach das nicht mal. Nicht? Nee. Also ich deabonniere die, die ich nicht brauche. Ich hoffe, das macht ihr nicht mit uns. Ja, dafür müssen wir halt sorgen, dass uns unsere Abonnenten treu bleiben. Das ist ja auch so eine Erfüllung. Stell dir vor, Elotrix deabonnieren 100.000 Leute. Ja, und er hat gesagt, er hat lieber 100.000 ehrliche Abonnenten wie 700.000 falsche. Das glaube ich ihm nicht. Kannst du böse sein, wie du willst, das glaube ich ihm auf keinen Fall. Weil das alles geldgeile Suchtis sind, genau wie Commander Krieger. Ah ja, genau, das war ja da, wo er als Pädophil beschimpft worden ist. Elotrix. Ja. Vielleicht ist das ja, weißt du nicht. Vielleicht ist das nicht. Irgend so ein Typ hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Brauchst du mir nicht erzählen, ich will von dem Typ. Ich will mir gar nichts von anderen großen YouTubern anhören, weil das ist alles so Fanboy-Gelabere. Sind wir alle, ehrlich gesagt, scheißegal. Wir machen unser Ding. Ich guck mir mal vielleicht ab und zu mal vielleicht selten eigentlich von ihm schon gar kein Video mehr an. Ich habe mir eins von Commander Krieger angeguckt wegen Titanfall, weil ich sehen wollte, wie das aussieht. Und mehr nicht. Ja, doch, ich guck gerne Kronk. Ab und das zu. Lustig.
Ja, wie gesagt, ein oder zwei GTA Online-Videos habe ich mir angeguckt, damit ich.